Hier ist unser nächster Spielort. Wo findet das nächste Spiel statt? Es geht rein in die Garage und wir haben einen kleinen Familienausflug gemacht mit dem Auto, allerdings mit einer abenteuerlichen Wendung, was bei unserem kleinen Familienausflug passiert ist. Bitteschön. Kommt mal mit an diesen fahrbaren Untersatz, den ich euch besorgt habe. Eure niegelnagelneue, in Anführungsstrichen, Familienkarre. Wer fährt denn immer Auto bei euch? Wer ist so? Papa. Papa? Ja, Papa. Ich darf nicht. Wer fährt? Meistens ich. Der Papa. Und euer Platz, wo ist der? Hinten. Es geht um Geschick. Ihr dürft nichts umhauen. Ihr müsst weitestgehend ohne Unfälle diesen Wagen da einparken. Ja, dann würde ich mal sagen, steigt ein. Schafft ihr das? Ja. Aber Moment. Bevor ihr reingeht, ich hab's mir anders überlegt. Feline, du fährst. Tom. Was? Du fährst. Wir sind hier tatsächlich auf Privatgelände, sonst wäre das komplett illegal, was wir hier machen. Hast du Bock? Ja. Und wir sitzen hinten drin. Die ganze Familie ist mit dabei. Also, ihr Lieben, rein ins Auto. Wer ist denn der Dickste von uns, der da vorne? Papa? Papa. Die Regeln, die haben wir versteckt, und zwar da, wo der Fahrzeugschein meistens steht. In Amerika sind da immer die Schlüssel. Oben auf der Blende. Da ist noch was. Ist dir ins Gesicht gefallen? Oh, ja. So, alles gut? Cool, wenn die Regeln dir schon wehtun. Beim Start hat das Fahrzeug einen Wert von 6.000 Euro. Pro Sekunde, die ihr unterwegs seid, ziehen wir 20 Euro ab. Für jede Sekunde. Verschleiß, ne? Klar. Wenn ihr auf der Strecke etwas berührt, ziehen wir weitere 100 Euro ab. Die Familie, deren Auto am Ende der Fahrt mehr wert ist, gewinnt das Spiel. Oh, das schaffen wir. Kriegst du das hin? Ja. Ja? Ich denke schon. Es geht darum, schnell zu fahren und nirgendwo drankommen. Feuert schön an. André, versuch die Ruhe im Wagen zu halten. Ja. Bevor ich dich umfahre, ein bisschen weiter weg. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Tom, gute Fahrt. Und Feline, Gas ist rechts, den Rest brauchst du nicht. Toi, toi, toi und gute Fahrt. 3, 2, 1 und los geht's. Gib Gas, Tom, gib Gas. Komm. Los gerade. Oh, sehr gut. Der ist schnell unterwegs. Gut. Mehr. Ja. Hey, unsere Kraft. Und einmal mit Gas. Und Gas. Einschlag. Die Zeit ist sehr gut. Und jetzt wird's kompliziert, Tom. Autos mehr werden. Sehr gut. Und jetzt nur noch einschlagen. Bremse. In die andere Richtung. Andere Richtung. Und schön helfen, die Familie. Quatschen. Das geht nicht, du musst schalten. Fahr so um. Nein, links. Nach links. Die waren eh vom Nachbar, ist egal. Und jetzt rüber. Anhalten. Ich habe solche Geräusche von einem Auto noch nie gehört. Nach rechts. Stopp, Bremse. Nach rechts lenken. Noch eine Umdrehung. Das sieht ganz cool aus. Noch ein bisschen weiter, nach hinten. Geht nicht weiter. Gas geben. Langsam rollen lassen, Tommy. Weiter. Ja, das könnte klappen. Nach links lenken. Bremse. Nach links lenken. Super, machst du das, Tommy. Super. Das sieht gut aus. Nach vorne, nach rechts lenken. Nach rechts lenken. Ja, suche ich ja. Nach rechts lenken. Versuch ich. Auto muss komplett rein, Leute. Das sah aber schon sehr gut aus.
Also von wo ich stand. Und dann wieder zurück. Langsam, und langsam. Nicht auf Gas. Nein, ich tue Fuß auf der Bremse. Nein, ja. Stopp, bremsen und anhalten, anhalten. Nach links lenken, ganz ja, nach links. Ganz ja. Und Fuß hoch, aber nicht auf das Gas. Zwei Reifen sind drin, aber reicht das? Und jetzt wieder gerade. Gerade, stopp, bremsen. Und gerade machen. Gerade machen. Und das ist super. Und einmal mit Gas. Ein bisschen Gas geben. Ja, du stopp, Tome. Gas geben. Nee, noch mal. Und einmal mit Gas. Und noch ein bisschen. Gut. Ja, also, ich sag mal so, in Holland hätte die Fahrprüfung bestanden. Hey, hey. Tja, soweit die allererste Fahrstunde im Leben von Tom. Nicht schlecht. Wir haben mal einen Gutachter, einen professionellen Gutachter, das Auto sich angucken lassen und haben da einen Wert von 2.120 Euro Restwert. Gestartet bei 6.000, aber das ist ganz gut für so eine erste Fahrt. Oh, jetzt kommen wir. Da muss die Familie Dederichs erstmal gegen ankommen. Wir haben das gleich nämlich mit euch gemacht. Wer durfte da fahren? Ich. Feline, wie hat sich das für dich angefühlt? Komisch. Komisch? Ja. Ja? Wie hat sich das denn für den André angefühlt? War aufregend, ne? Dann noch komischer wahrscheinlich, ja, oder? Da hat man schon ein mulmiges Gefühl. Ein bisschen schon. Ja, mal gucken, wie ihr euch geschlagen habt. Achtung, war ein teures Fahrticket. Ja. Es geht um richtig viele Punkte. Und ich sag 3, 2, 1, gib Gas! Schneller. Und die Zeit läuft. Schneller, schneller, du fährst zu langsam. Genau, schneller, schneller, ja, schneller. Yes, langsam, das sieht schon sehr selbstbewusst aus, Feline. Um die Ecke, nicht den Zaun mit denen. Sehr gut. Langsamer, langsamer, langsamer. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du kannst gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Die Zeit läuft. Über den Erdgas. Oh, oh. Drüber, drüber, drüber. Gib Gas, gib Gas. Gas, gib Gas. Egal, egal. Ja, das super, 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 egal, fast. Oh. Das ist nur Blech. Rücksetzen. Nur Blech. Rücksetzen. Ja, da muss sie jetzt irgendwie drüber, ne? Setz zurück. Fass zurück. Fass genau, es gibt auch das R. Fass zurück. Fass zurück. Fass zurück. Fass zurück. R. R. Nicht alle durcheinander. Rückwärts. Rückwärts. So, ich räum das mal hier weg, ne? Ich bin mal der Nachbar hier. Stopp, stopp, stopp. Stopp, stopp. Jetzt nicht alle durcheinander. So, Vorwärtsgang. Vorwärtsgang. Und jetzt war das super. Wieder kommen lassen. Super. Und jetzt verschwackes. Super. Zeit läuft. Rum, 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 rum. Zeit läuft. Super. Haus um. Egal. Ja. Egal. Haus um. Okay. So. Jetzt schon links, links. Und, oh, oh. So, jetzt links. Ah, auch das. Eieiei. Das. Ich hab mir ja auch was dabei gedacht, als ich das hier hingestellt habe. Und das ist jetzt hier alles. So, recht super gemacht. Komm, 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 komm. So, jetzt wieder nach links das Rad. Links das Lenkrad. Komm nach links. Die Zeit läuft. So, stopp, stopp, ist gut. Nach vorne. Fahr, fahr, fahr. Ist zur Tonne. Ja, doch, so, das sieht gut nach aus. Links. Komplett nach links. Das sieht gut aus. Nach links, Edding. Okay. Super. Komm, hau so um. Fahr, fahr so um. Schieb, fahr. Fahr, fahr langsam, fahr langsam. Fahr, gib Gas. Hallo! Und jetzt rückwärts. Aber vorsichtig, rechts. Nein, jetzt wieder nach vorne. Nach links, nach links. Nach vorne. Fahr nach vorne. So, nach vorne. Vorne, vorne, vorne. Links, nach links lenken. Links lenken, links lenken. So, stopp, stopp. Rückwärtsgang, nach rechts lenken. Langsam, jetzt ist es nur noch ein Kinderspiel. Ja, links, nach links. Jetzt nach links. Jetzt nach links. Super. Jetzt fahr. Das passt, das passt. Fahr, 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 fahr. Fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter. Fahr weiter, fahr weiter. Ja, ja, ja. Weiter. Stopp, stopp, stopp. Yeah. Alles gut. Oh mein, bravo. Bestanden. Manchmal ist das warm geworden. Oh, und jetzt der Helfer anbringen. Alles gut, Schatz. Ich hab nichts mehr. Alles prima. Es war sauknapp. Ja.
Es war sau knapp und unfassbar. Wir gucken mal auf den Restwert. Wir haben einmal 2.120 Euro und 2.060 Euro. Damit geht dieser Punkt aber minimalst an Familie van Groningen. Und damit haben wir einen neuen Punktestand. Tja. Wie war das für dich, Karl-Heinz, da hinten auf der Rückbank? Ich habe dich nur in dem Einspielfilm gesehen, wie du die ganze Zeit dein Ohr zugehalten hast. War das? Weil alle durcheinander riefen. Ja, da ist das der Moment, wo du dich dann ausschaltest und sagst... Lass sie mal machen. Lass sie mal machen, Karl-Heinz schaltet in den Flugmodus und, und genießt einfach. Ja, jetzt weiß man auch, wofür dieser Hebel über der Beifahrertür ist, oder André? Ja. Da hält man sich dran fest. Ja. Feline, wie war es für dich? Also es war halt ein bisschen nervig, weil man halt immer so gerufen wurde, jetzt mach das, jetzt mach das. Und war halt so ein bisschen stressig dann auch so ein bisschen, weil man dann nicht mehr genau wusste, was man jetzt machen sollte. Aber dann habe ich einfach darauf gehört, was mein Vater quasi gesagt hat, dass du das Lenkrad so und so machen sollst und so und so machen. Dann habe ich das einfach gemacht und habe die anderen so hinten einfach so ausgeblendet. Sehr, sehr gut. Alles gut. Ihr habt das toll gemacht, der Punkt... geht nach Holland, geht zu Tom, der den Punkt geholt hat. Und wir möchten euch noch ein kleines Geschenk machen, weil ihr das so toll gemacht habt. Tom und Feline, wie alt bist du jetzt? 12. Und Tom, du bist? Auch 12. Ja, also Führerschein ist jetzt noch nicht so wirklich ein Thema, aber in einigen Jahren ist es dann soweit. Sowas ist sehr, sehr teuer und wir bezahlen den für euch. Also der Führerschein wird dann von uns übernommen, wenn es dann soweit ist. Wow. Weil ihr das beide toll gemacht habt, Tom und Feline. Und dann lernt ihr das mal richtig. Das war so klar. Emma, ist das unfair? Ja. Bitte jetzt auch rein. Ja, das muss gönnen. Guck die Oma mal lieb an. Tommy, aber das ist toll. Ja, Wahnsinn. Das ist toll, Oma Therese. Ja, das finde ich echt toll. Ja, kann man mal machen, weißt ne? Weißt du, was das heutzutage kostet? Ja. Ich will meine Produktion im Anschluss sagen, wie viel das kostet. Und in sechs Jahren vielleicht noch mehr. Ja, sicher. Tja, Führerschein in Holland hat nicht jeder. Das kann man auf der A4 hier und da mal sehen. Komm, den Gag könnt ihr einstecken. Ihr liegt vorne. Es ist alles gut. Und ja, und bei euch ist noch alles drin. Es ist sehr, sehr spannend. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen.